Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded. Schön, dass ihr wieder reinschaut, hier in unserem kleinen Paradies. Ich habe natürlich gewartet, meine Lieben, auch bei mir im Spielstand läuft das neue Update. Es sind neue Dinge reingekommen, ich habe was von einem großen Vogel gehört. Da müssen wir mal schauen, wann wir den entdecken werden. Ich habe das Gefühl, meine Lieben, dass meine Base so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Es gibt diese mysteriösen Fußabdrücke, die waren auf Twitter schon zu sehen im Vorfeld. Und ich glaube, dieser mysteriöse Fußabdruck befindet sich genau hier. Müssen wir mal schauen, wenn es hell ist. Auf jeden Fall habe ich hier tatsächlich jetzt unheimlich viele Löcher drin. Siehst du hier den Kringel? Da, das ist eine Pfote von einer Katze oder sowas, ne? Jedenfalls steht unsere Base genau an der Stelle, wo dieser mysteriöse Fußabdruck ist. Schauen wir uns an, werden wir ein bisschen reparieren. Eine neue Base baue ich jetzt keine. Das würde ich gerne irgendwann in der zweiten Staffel machen. Ich würde sagen, wir machen das Beste draus. Reparieren und bauen hier noch ein bisschen aus. Jetzt habe ich mir überlegt, mit was fange ich denn an, wenn das neue Update kommt? Was will ich denn am meisten? Oder was begehrt mein Herz am meisten? Guck mal, die Kisten sind aber auch schöner geworden, oder? Das kann aber sein, dass mir das im Vorfeld nicht aufgefallen ist. Und die Ausleuchtung finde ich cooler. Was ich als allererstes machen möchte, ist ganz, ganz, ja. Ich will einfach mal mit Shift klicken. Das jetzt, guckt ihr das an. Jetzt, so habe ich es mir vorgestellt, dass man einfach das ganze Stack rüberziehen kann. Sehr, sehr schön. Was auch reinkam, und das passt wunderbar, dass ich hier noch nichts mehr habe einfallen lassen. Lass uns mal ganz kurz unten das Gras wegmähen. Wir gehen natürlich heute den Ausflug zum großen Baum machen. Da haben wir oben die Mission. Die will ich auf jeden Fall heute machen mit euch. Weil der Burgle hat natürlich bestimmt auch neue Dinge im Repertoire. Und das sollte man natürlich irgendwann mal vorbeigucken. So. Einen Vorteil hat es natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt durch das neue Update erstmal die Wolfsspinne aus dem Kopf, wenn ich ehrlich bin. Die kommt natürlich früher oder später. Ohne Wolfsspinne geht immer gar nichts, ne? Müssen wir schon gucken. So, meine Lieben, jetzt haue ich die hier mal alle weg. Dass wir da oben das Gras weg haben. Dann will ich nämlich den Zaun probieren, der reinkam. Ich freue mich unheimlich, dass da ein Zaun reinkam. Wir werden mal gleich sehen, wie gut er zu uns passt. Hier noch zwei Hacker drauf. Jawohl. Ja, jetzt haben wir natürlich hier erstmal... Bist du ein kleiner Grasstängel nur? Ja, bist du ein kleiner Grasstängel. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir noch irgendwas bauen sollten dann jetzt mit dem Zeug. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich ja draußen eine Wall ranbringen, wo jetzt die Fußabdrücke mir ein Loch reingegraben haben. Schauen wir uns morgen früh mal an. Jedenfalls erklärt es jetzt doch, warum mir damals das Zeug hier reingeglitscht ist. Ne? Das war bestimmt schon in Vorbereitung. Da war das kein Bug, sondern Vorbereitung von den Jungs. So, meine Lieben, jedenfalls freue ich mich 4 Wochen nach Release schon das erste Inhaltsupdate. Und die sind ja sehr Community-begeistert. Die Entwickler finde ich super. Macht total Freude, das ganze Ding hier mitzuerleben. Gut, kann sein, dass wir mit dem Reparaturtool einmal durch müssen, aber so kennen wir unser Nerdle. Ja, komm, da baue ich draußen eine Wall hin. Jetzt pass auf, ich will doch den Zaun anzeichnen. Und zwar ist der, glaube ich, hier drin. Es gibt einmal den Ahornzaun und einmal den Sprig. Und den Sprig will ich hier oben. Hier will ich es ein ganz kleines bisschen galant halten. Und die Materialien sind auch besser zu bekommen. Lass uns mal anzeichnen und so viel. Ich habe schon Dings vorbereitet, Wofies, für den Moment heute. Oh, ist das schön und es ist total schön gemacht, gell? Die haben ja auch einiges verbessert. Bugfixes kamen wieder. Unheimlich viel Engagement steckt da dahinter, finde ich. Das kannst du dann nachher ja trinken. Das muss ja jetzt dann nicht unbedingt weg, ne? Guck dir das an. Kostet zwar mal richtig viel Materialien, aber wie gesagt, ich habe ja einen Teil schon besorgt. Teil machen wir dann später zusammen. Und ein bisschen mache ich offscreen, ne? Ich will allerdings auch den anderen Zaun probieren, aber unten. Da müssen wir heute, wenn wir eh zum großen Baum gehen, uns gleich mal noch Ahornschalen mitnehmen. Guck mal, das Bausystem ist doch jetzt auch cremig, ja? Oder bilde ich mir das ein? Einmal außenrum, das muss, oder? Ich hoffe natürlich, wir können drüber hopfen, ansonsten muss ich ein Stück natürlich rausmachen. Dann. Die Frage ist jetzt, ich habe Material vorbereitet, ich habe es groß angekündigt gerade. Ist das auch wirklich so? Ah ja, richtig, die haben wir unten gefällt und hier oben liegen sie rum. Packe ich kurz runter. So schön. Und das ist ja immer noch eine Kleinigkeit, ne? Mal einen Zaun reinbringen. Klar, kann man machen. Aber da kommt ja noch mehr cooles Zeug. Und das Wasser. Im Wasser soll jetzt sich auch was getan haben. Das würde ich mir natürlich auch angucken, wenn wir jetzt gleich hinten sind, ne? So, pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall... Guck, und das ist halt das, was ich so geil finde jetzt. Die ballerst du jetzt einfach hoch ins Inventar. Mit wenig Klicks ist das Thema erledigt. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, hier. Was hast du, Hunger? Ich hab dir was auf dem Grill. Ja, da brauchen wir halt viel Matz, aber weißt du was? Das juckt mich nicht, wenn das nachher schön aussieht. Guck dir das an, total süß, oder? Oh, die Kleinigkeiten, guck mal, die Feinheiten, wie es hier rumgeschnürt ist.
Ich mag das. Ey, was haben wir denn für Missionen offen? Stepping Stone Summit? Das machen wir morgen. Heute würde ich tatsächlich sagen, wir machen uns auf den Weg. Guck mal, da ist doch Clay draußen, oder? Da ist doch. Ach, das ist die Puppe, die da hinten dran steht. Ich dachte gerade, da ist doch Lehm rausgeflogen. Ist nicht so, ist nicht so. Das sind die Puppen. Ja, vielleicht sehen wir den Vogel, weil wir müssen tatsächlich an unserem Ziel festhalten. Ich will alle Rüstungen einmal bauen. Und die Spinnenrüstung, da waren wir dran. Das heißt, unser Weg heute führt uns dahin, wo wir gestern aufgehört haben. Oh, super. Das erste Mal, dass ich hier eine Nacht wieder durchgemacht habe, seit langem ohne Schlafen. Jetzt gehen mir gleich die Wofis aus, aber das juckt mich nicht. Ich farm einfach nochmal. Ist schon soweit? Nee, noch nicht. Die lasse ich vielleicht stehen. Ein ganz kleines bisschen gefällt mir das, wenn das Gras hier durchschimmert. Ja, guck mal, wir haben noch immer die Hälfte geschafft. So viel Zaun habe ich hier oben an meiner Base. Da, da, di, da, da, dum. Okay, Spricks immer alle. Aber schön, wie es jetzt aussieht. Guck mal, mach mal die Fackel kurz weg. Ist es schon hell genug? Nee, noch nicht. Herrliche Geschichte, herrliche Geschichte. Da freut er sich. Und er kann da drüber klatschen. Aber runterspringen kannst du, oder? Das wollen wir mal ganz kurz testen. Nimm die mal mit. Ja, das funktioniert. Mit Schaden. Klar, guck mal, jetzt glitscht doch nichts mehr durch. Haben sie uns die Fußabdrücke hier reingeballert? Das ist ja der Wahnsinn. Das mache ich jetzt alles weg hier. Sehr schön. Ach, unser Nördle. Essen, trinken und dann sollten wir eigentlich direkt abhauen. Ich habe schon Bock, dass wir diesen einen Dings da, den Marker, aufsetzen heute. Das haue ich jetzt alles weg. Damit wir die Fußabdrücke schön ehren. Genau hier rein, ne? Frage wäre jetzt, pass mal auf, ob sie uns das. Guck mal, jetzt haben wir halt die Spikes auch auf der Höhe, ne? Ich meine, das hast du bestimmt nie mehr im späteren Spielverlauf. Lass ich mal kurz reingucken. Wenn wir jetzt hergehen würden und einfach billig. Ja, das funktioniert. Da bin ich aber froh. Da funktioniert es leider nicht. Schade. Das ist natürlich schade. Hier wird es gehen. Hier nicht. Ah, aber das liegt hier an dem Dingsle. Mörtle! Auf einmal war die Base weg. Wo ist die Base nur hingekommen? Nördler hat sie abgebaut. Guck dir das an, ist doch super. Das ist doch schön. Das kriegen wir so hin. Da komme ich mit klar. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Geschichte hier bei den Palisaden mache, aber das werden wir dann noch sehen. Haben wir uns hier eine coole, oder? Schaffen. So, dann gehen wir hier rein. Das machen wir jetzt kurz noch fertig, soweit. Sprig nehmen wir mit, brauchen wir für den Zaun. Und den Ding will ich noch kurz anzeichnen mit euch, ne? Den neuen Ahornzaun. So, dann ist die Seite schon mal aufgehoben. Da müssen wir natürlich, die Spikes sind jetzt super hier oben in der Luft. Ist auch was ganz Besonderes. Hier kommen sie natürlich durch, ne? Ich müsste das jetzt nochmal abbauen. Aber wie gesagt, ich mache mir erst wieder eine Mühe in der zweiten Staffel irgendwann. Mit einer schönen Base. Andere Location dann natürlich. Und hier versuche ich jetzt in dieser Runde alles zu retten, was so da ist noch, ne? Und da würde ich einfach sagen, die Spikes sollen ja jetzt auch viel mehr Damage machen als vorher, was ich so gelesen habe. Die hauen wir dann hier drunter. So einfach ist das. Wenn wir die hier hinkriegen würden. An den Fußabdruck. Dreh die mal so rum, ja, oder? Weißt du, das war die hier. Hier sagt er, darf ich. Ja, hier ist vielleicht ein bisschen. Du, das reicht mir. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Ameisen draußen, ne? Ich nehme nicht an, dass die da durchgeklettert kommen. So, Fackel mal weg. Hier würde ich auch noch eine hinsetzen wollen. Müssen wir wieder Material besorgen dann, ne? Ja, aber guck doch, ist doch cool. Was braucht man für die Dinger nochmal? Nadeln, die Stämme. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen farmen gehen. Dann ist das doch schon so gut wie repariert. Den machst du mal hier noch dazu. Ich glaube, wir bauen uns da drin nochmal so einen Ständerl auf. Für die Grasteile hier. Ja, müssen wir, oder? Das können wir doch so nicht lassen. Ach, da hinten habe ich doch einen. Hab ich schon wieder vergessen, haben wir ja schon gemacht. Komm, wir räumen noch kurz auf und dann hauen wir ab tatsächlich. Wir gucken auch nicht auf die Uhr jetzt. Wenn es ein bisschen länger dauert, dauert es länger. So. Ist das der Wahnsinn, dass die nach 4 Wochen so ein Inhaltsupdate, den Vogel, ich bin schon gespannt, ey. Ich denke mal, wir werden jetzt wieder ein paar Mal sterben, bis ich wieder an alles gewöhnt bin, was Neues so dazu kam. Den kannst du lassen. So, dann wird das aufgeräumt. Ich glaube, oben war noch ein bisschen. Und Essen und Trinken müssen wir jetzt langsamer. Schön. Also den Zaun, wie gesagt, den farme ich uns zum Teil offscreen dann ran. Unten, das machen wir jetzt noch.
bin so aufgeregt immer bei neuen Inhalten. Das freut mich immer total dann, weißt du? So. Wir haben Glück. Das hätte schlimmer sein können mit der Base hier, ne? Wenn wir schon genau da bauen, wo die mysteriösen Fußabdrücke sind. So, pass auf. Dann haben wir ja hier eine ganz kleine Außenstelle. Da möchte ich mit euch einen Umbau machen, so dass wir von hier rüberkommen. Das heißt, diese Lampe hier, die werde ich recyceln. Die kommt weg. Ja? Huch. Bin ich jetzt erschrocken mit der kleinen Laus, aber ist ja unsere. Die Treppe kann von mir aus bleiben. Die muss ich nicht zwingend abbauen. Ich will hier allerdings einen Steg rüberlegen. Genau so. Und dann machen wir von hier eine Treppe hoch. Dann sind wir auf einer Höhe. Dann brauche ich da nicht immer so komisch rumhopfen. Ja, ja, nimm das Zeug mal mit. Baust das gleich auf. Für die Treppe habe ich, glaube ich, die Mats nicht, ne? Lass mal gucken, ob man dann... Doch, da haben wir auch noch was drin. Komm, dann machen wir die gleich noch klar. Hier habe ich mir überlegt, eine Treppe. Egal jetzt, ob sie da hochgeht oder da. Hier wäre es natürlich schöner. War das schon immer? Jetzt muss ich gerade mal kurz durchgucken, nicht, dass ich hier das Gefühl habe, dass ich was Neues entdecke. Ne, die kennen wir, ne? Das sind die gleichen wie immer. Und da brauchst du 4 und 1. Also gut. 1, 2, 3, 4. Ich habe nicht die Ameisenrüstung an, deswegen kurz reinhauen. Ein Stamm. Ein Stämmchen, Mämmchen. Herrlich. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir irgendwann eine zweite Runde machen. Da kommt ja noch weiterer Content. Haben wir ein schönes Spiel nachgezogen, finde ich. So, und hier habe ich mir überlegt, da man ja über den Zaun hopfen kann, brauchen wir uns da keinen Kopf machen. Wir gehen rein und ich möchte hier den etwas teureren, für mich teurer, weil ich weiter laufen muss, Ahornschalen. Den möchte ich hier mit euch haben. Jetzt haben wir jetzt 3 Elemente, 4, 5, 6. Hier gehen die Stufen hoch. 7. Oh, jetzt wird es Zeit. Entschuldigung, die Gelle. Ich habe ja alles oben. So. Also, ich weiß nicht, ob du beide brauchst, aber du kannst ja schon mal eine reinbollern. Ja, musst du beide essen. Dann haben wir Wasser hier für dich. Dann sind wir nämlich auch schon gleich aufbruchbereit. Aber wollen wir noch kurz durchzählen, wie viele Ahornteile ich besorgen muss, dass wir da nicht umsonst laufen. Da. So, meine Lieben, komm, wir zählen es kurz durch. Wir brauchen hier ein Käppchen, 2 Schalen und 4 Nadeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elemente sind es. Das heißt, wir brauchen 4 mal 7 Nadeln, die haben wir oben. Wir brauchen 7 Käppchen, die haben wir oben. Und 14 Schalen. Hm, vielleicht können wir uns den ersten schon mal aufbauen. 14 Schalen sollen es sein. Tralali und Tralalein. Nee. Aber... Ist nicht so schlimm. Machen wir dann die Tage. Jetzt pass auf, das haue ich jetzt alles mal rüber. Jetzt muss ich von der Sortierung ein bisschen umdenken, dass ich den Klick richtig nutzen kann. Dann haben wir hier die Steinkiste. Da kommt der Stein dazu. Dann haben wir hier die Ahornkiste. Da kommt das dazu. So, Rüstung habe ich an. Smoothies haben wir dabei. Wir haben ein bisschen was zum Pullen dabei, falls wir an den Bären vorbeikommen. Passt, würde ich sagen. Allerdings, lass mich mal ganz kurz das hier reparieren. Repair. Die kann man nicht reparieren noch, oder? Das war auch noch nie so. Da brauche ich Wofis, alles klar. Passt. Da bin ich zufrieden. So, wie viel Uhr haben wir? 10 Uhr, meine Lieben. Wir haben 10 Uhr, wir haben Zeit. Ich würde sagen, wir hauen ab. Unser erster Weg führt uns zum Ahornbaum. Und für den Marker nehme ich schon mal wieder die Sachen mit, oder? Es sind zwar nicht dieselben Mats wie hier drin. Pass mal auf. Die... Was ist bei Deko noch? Den Ahornzahn, den habe ich doch gerade eben schon gesetzt. Da sind auch noch Tischchen drin. Oh, das machen wir morgen. Ein bisschen Housing. Tischchen und Stühle, oder? Würde ich sagen. Guck mal hier, den da werden wir uns auch aufbauen. Dann nehmen wir mehr Leder mit. Das will ich dann schon wissen, wie das aussieht. Aber jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Wir gehen jetzt los. Ah ja, richtig. Die Materialien für den Marker. Sprig Plant Clover. Ja, dann machen wir einfach das so. Machen wir das einfach so. Ich kaum noch ein paar Blick und dann passt es. Sprig, nicht Sprig. So, hau mal ab. Großer Baum ist unser Ziel. Die Markermission möchte ich erledigen. Und dann möchte ich hintenrum Vogelbeeren holen. Und wir brauchen Vogelbeeren für unsere Rüstung. Ich zähle nochmal ganz kurz durch. Das wären einmal 2 Leder, 5 Leder, 7 Leder. 7 Leder mal 3, das wären dann 21, ne? 3 mal 7, aber
3 mal 7. Wow. 11. 3 mal 11, also 33 von denen hier brauchen wir. Alles klar, komm, wir hauen ab. Wow, kleidet der besser? Der kleidet doch besser. Warte mal, muss ich gerade checken. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, der ist voll abgegangen jetzt. So, mein Freund, du hast deine gute Rüstung an. Du hast deinen Tier-3-Kolben am Start. Was soll da noch schief gehen? Spricks habe ich gesagt, muss ich noch mitnehmen, gell? Guck mal, hier stehen gerade viel. Ich brauche auch für den Zaun entsprechend. Das heißt, ich sollte einfach hier gleich mal parallel ein bisschen mitfarmen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die da, ja. Diese Fußabdrücke, absoluter Wahnsinn. Das war das Schneckenhaus schon die ganze Zeit da? Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen, gell? Eine Schnecke wäre natürlich auch geil. Hallo? Hör mal das Geräusch. Wie wenn du zwei Murmeln zusammenschlägst, so ein bisschen, ne? Da ist der Vogel. Wow. Ich hätte ihn jetzt eher an der Vogeldränke vermutet. Ob der uns gleich zusammenpickt, wenn ich da hochgehe? Warte mal, geschwind. Wow, ist jetzt natürlich geil, so ein Riesenlappen. Vielleicht können wir den. Ich habe nämlich was in den Patch Notes gelesen wegen Federn. Ohne hier hat es gerade einen Haufen Spinnen. Ich bin gerade richtig froh, dass ich hoch bin. Ich weiß nur nicht, wie nah man den ran darf, bevor er dich zusammenpickt. Im Moment sehe ich ihn noch nicht mal mehr. Scheiße! So ein bisschen übermütig finde ich es jetzt gerade. Der wird vielleicht sogar so eine Art Runde drehen hier, ne? So viel Angst vor den Spinnen brauchst du ja nicht mehr haben normal. Der ist noch da oben. Seht ihr den? Ich krieg den von hier aber nicht. Ich würde so feiern, wenn er jetzt eine Spinne futtert. Wie lange es wohl dauert, bis die Spinnen so programmiert sind, dass sie mir hier hinterher können? Ich bin gerade ein bisschen übervorsichtig, dass ich nochmal runterfliege. Hier, ich schieße mal in der Boppes, oder? Das hat nichts gebracht. Und viel höher komme ich hier nicht. Vielleicht verliert er aber auch ganz normal einfach nur Federn, während er hier so. Ich triff ihn nicht. Weißt du, vielleicht verliert er die Federn einfach ganz normal, während er hier so rumfliegt. Du findest die dann. Ein Schuss mache ich noch. Eigentlich habe ich dich getroffen, Vogel. So, pass auf, jetzt müssen wir durch dieses spinnenverseuchte Land hier. Wir machen das folgendermaßen. Und dann renne ich einfach Richtung Baum. Links sehe ich das Gras sich bewegen, rechts ist eher ruhig. So. Haben die da einen riesen. Boah, da drüben, guck mal. Alles voll mit Spinnennetzen. Aber wir sind echt gut ausgerüstet. Ich würde mich wundern, wenn man die jetzt nicht irgendwie. Gerade auch mit der Rüstung, ne? Ameise auf Rüssler. War da jetzt gerade nochmal? Oh, die Ameise hat, glaube ich, der Rüssi gerade niedergeschmatzt. Hier, das müssen wir mitnehmen. Ne, die hatten wahrscheinlich nur hinten reingeboxt. Rüssi, mein Freund. Guck mal, da sitzt da der Große. Alter, da haben sie ja was gemacht. Da war ich die ganze Zeit schon gespannt, ob auch große Tiere kommen, die du ja eigentlich fürchten musst, ne? Gerade eine Katze wäre doch super übel. So, ich glaube übrigens, dass da oben unser Marker ist. Waren wir hier mal oben? Komm mal nicht hoch. Sah aber kurz so aus, als ob ich das unbedingt mal testen soll. Was machen wir denn, wenn wir eine Wolfsspinne sehen? Testen, oder? Kann ich eigentlich. Was bitte war denn das für ein extremes Geräusch? Ach, meine Mucken. Servus. Hey, ja, guck mal. Da brauche ich mir ja gar keinen Kopf mehr machen mit dem Hammer. Ich muss ihn halt öfter reparieren. Halt, die Schalen brauche ich.
Knatzle! Und schon aber wieder was auf dem Grill. Grüß dich. Immer noch lieb. Nicht böse gepatcht worden. Freue ich mich, freue ich mich. So. Na. Wie im echten Leben. Mit dem Hammer schlägst du bei der Mucke daneben. Da haben wir sie. Jetzt. Nicht zur Spinne runter. Bis er aufpoppt. 10-mal. So. Wiu! Wiu! Drecksack! Von wegen, da willst du doch gar nicht. Boah, Alter, da die paar Bisse drauf. Zack, sind wir tot. Junge, Junge. Ich habe immer noch Panik vor der wie Sau. Moral by Wolf Spider. Respawn. Ey, Alter, le. Die ist aber auch wild programmiert, oder? Sind wir doch mal ehrlich. So, Wolf Spider. Komm her. Hilft dir alles nichts. Jetzt haben wir sie wenigstens mal wieder. Vor allem die Frage noch kurz vorher. Was machen wir denn, wenn der Wolf Spider kommt? Wir probieren sie. So, scheiß drauf. Gehen wir nochmal hin. Ich habe ja den Marker noch gar nicht aufgebaut. Sprick nehme ich mit. Sprick los, man nicht stehen. Halb Sprick brauchen wir. Du musst bei der rechtzeitig blocken, definitiv. Und eine freie Fläche brauche ich bei der ersten. Das hilft mir sonst nichts. Das sind jetzt beide. Dann gehe ich hier ein Stückle rüber. Guck mal da hinten. Voll die fette Ansammlung. Schön, dass du das Spiel nicht neu starten musst. Das ist tatsächlich... Die haben die Landschaft verändert. Die haben die Landschaft verändert vom Spiel, aber du musst nicht neu starten. Es läuft immer noch irgendwie. Weißt du, mit der Base jetzt vorne. Finde ich super, wie sie das hingekriegt haben, wenn man sich so überlegt. So, ich muss jetzt halt mein Zeug holen, ohne dass mich das Viechle dann nochmal erwischt. Da gehen wir mal ganz gezielt dann auf die Suche nach der... Ach, du bist das, du. Oh, ist die eklig. Diese Madendinger machen da plötzlich so einen Aufriss hier. Alles nehmen, ne? Dann würde ich sagen, hauen wir hier erstmal kurz ab. Da muss ich jetzt hoch. Vielleicht probiere ich es ja nochmal. Ich meine, du laufst ja recht schnell wieder zu dem Zeugs. Ich will nur gucken, ob das stimmt, was ich hier vermute. Ja, da vorne sehe ich den Hammer. Geile Geschichte. Dann haben wir wenigstens die Mission erledigt und ein bisschen Zaun gebaut heute. Das ist auch nicht schlecht. Brauche ich keine Markierung. So, ich muss nur kurz gucken. Habe ich mein Zeug wieder an? Natürlich nicht. Yeah, baby. Geiler Move. Das brauchst du. Stronghand und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles, ne? Das passiert von allein. So, meine Lieben. Jetzt will ich kurz ans Wasser. Und dann würde ich gerne noch mit euch hinten durchgehen. Bis zu unserem... Am Vogelbaum, weißt du? Unser Shelter. Dass wir da morgen direkt dann die Leder farmen können zusammen. Marker Stepping machen wir morgen. Spider Fang, naja, haben wir ja gerade gesehen, wie das abgeht. Ey, Alter, diese Unterwasser. Die Unterwasser, sage ich schon. Die haben jetzt ein Geräusch drauf, oder? Hier müssen wir mitnehmen, deswegen bin ich ja eigentlich auch los. Beutel haben wir noch was im Trinken drin, oder? Die nehme ich jetzt noch mit. Und dann gehen wir mal im Wasser kurz rein, Linsen. Und dann laufen wir direkt durch, ne? Den nehmen wir auch noch mit. Ja, da werde ich wahrscheinlich dann nochmal eine Runde irgendwann Mats holen müssen. Die würde ich auch noch gern, solange die Wolfsspinne hier nicht gerade rumtänzelt. Das wäre der falsche. Das ist sie, gell? Das ist sie, Leute. Oh, wir sind vergiftet. Sie lässt locker. In letzter Sekunde aber noch was genommen, oder? Ja, der stellen wir uns auf jeden Fall irgendwann. Müssen wir ja, sonst geht's nicht mit den Missionen weiter. So.
Komm, nur ein kurzer Blick, ob da jetzt wirklich Viecher im Wasser sind. Und wie gefährlich sie sind, will ich natürlich auch rausfinden. Alterle. Diese Maden, die gehen mir so auf den Arsch jetzt, dass die mich so erschrecken. Echt, ohne Witz. Die waren doch vorher viel lieber und ruhiger und angenehmer. Ob das überhaupt hier ist, müssen wir natürlich gucken. Aber es ist die einzigste Wasserstelle, die tief ist, finde ich. Die ich bisher gefunden habe. Ne? Das heißt jetzt auch noch nichts. So, sind wir gespannt, oder? Wir werden es gleich erleben. Ich gehe da jetzt einfach mal rein und guck. Was kann passieren? Außer zu sterben, nichts, oder? Sind da kleine Luftbläschen? Hier, guck mal. Es fahrt auf jeden Fall Crap hier rum. Vielleicht ist das aber auch an einer anderen Stelle. Das muss jetzt nicht zwingend hier sein. Das sind Blattstücke, die hier rumliegen. Sieht aus wie so ein Heuaufguss hier in der Brühe. Ja, wir müssen ja die Stellen, an denen wir vorbeikommen, zumindest mal kurz abchecken, oder? Vielleicht brauchst du da aber auch... Oh, ist das jetzt der Dreckbrühe? Wenn jetzt natürlich ein großer Fisch kommt, wäre es die Geschichte, ne? Ey, da wird irgendwann hier wird irgendwas Geiles noch passieren mit diesem Wasserding. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher hin. Ich habe jetzt halt im Hinterkopf wirklich die Bärchenleder zu holen, dass wir da weiterkommen. Haben wir dir gerade nochmal Luftkot, Digga, ne? Sag mal, da sind so Luftblasen dran. Ich nehme mal an, wenn du die irgendwie schnappen könntest. Ne. Im Moment jedenfalls nicht. Das Problem ist, wir haben nicht viel Luft. Ich nehme an, dass wir da halt auch nochmal eine Rüstung dann irgendwann brauchen. Ich komme gar nicht so tief runter, weißt du? Haufen Blätter hat es hier drin jetzt, Gammliche. Gibt's viel zu entdecken, ist der Wahnsinn. Und wir haben vorher noch nicht mal alles entdeckt gehabt, ne? Was mich jetzt interessiert ist, ob ich hier nochmal rauskomme. Da vielleicht nochmal Glück haben. Aber ich muss noch hintere laufen, dass ich weiß, wo man dann... Das war gut. So geht's dir soweit gut, Digga. Können wir da hinten durchschlupfen? Ich weiß, da hat's Spinnen und alles, aber das schaffst du doch, oder? Nur bis zum Moos. Wie viel habe ich denn jetzt gesammelt von dem Zeug? Ja, immerhin 10 Schalen. Da haben wir den Zaun unten so gut wie durch. Hier haben wir das letzte Mal aufgeschlagen. Und da haben wir auch das letzte Mal gekämpft. Hm. Die schläft, gell? Jetzt nicht mehr. Jetzt halt nicht mehr. Die da nicht durch oder was? Boah, Alter, irgendwie ist er aber gerade letztes super fit. Okay, das hat er doch ganz gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Digga. Jetzt ja Schmusile trinken. Let there be light. Jawohl. Ja, hat sich gut behauptet. So, also dann machen wir morgen praktisch drüben unsere Leder. Dann haben wir alles für die Spinnenrüstung bis auf die Wolfsspinnenfangdinger. Die müssen wir uns dann besorgen. Da werden wir uns dem Kampf stellen natürlich. Und ich möchte allerdings morgen, wenn wir die Leder haben, heim den Zaun verbasteln, was wir an Materialien haben. Und dann gehen wir den Marker machen. Weil, dann können wir beim Bergy mal vorbeigucken. Da gibt es ja bestimmt auch was Neues, ne? So, meine Lieben. Dann machen wir das jetzt noch, die paar Meter bis dahinter. Und dann werde ich da wahrscheinlich wegschlafen. Wir haben ja ein Shelter gesetzt. Ich hoffe, ich finde es nochmal. Was ist denn eigentlich das hier für eine Markierung bei 200? Was ist denn das für eine Markierung vor uns? Das sind doch Marker, die wir gesetzt haben, oder? Achtung. Ja. Ist jetzt das alles gut?
Ob wir es natürlich jetzt gleich wiederfinden. Bombardierkäfer waren keine da vorne gerade, ne? Das letzte Mal haben wir da welche gesehen gehabt. So, hier ist die Vogel. Ach, guck mal bei der Vogel. Ah ja, richtig, da waren wir ja oben. Alles klar, ne, ne, passt schon. Da sehe ich jetzt aber eine Bäre, wenn wir die gleich holen wollen. Und ich meine, die haben auch gepatcht, dass die Bären im Wasser jetzt nicht mehr untergehen, ne? Tatsächlich, guck. Tatsächlich. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich sie hier benutzen kann. Ja, ja, so habe ich mir das vorgestellt, dass sie sich verhalten. Komm, raus mit ihr Stück. Ja. Nein, nicht wieder reinrollen. Stopp. Und ab. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Leute, machen wir morgen hier weiter gemeinsam, oder? Ich glaube, ich setze hier einen Shelter auf, weil ich weiß nicht, ob ich es nochmal schnell wiederfinde. Bei denen war... Wo waren das drin, das gute Stück? Hier nicht, da war es. So, was fehlt mir dafür? Nix, haben wir alles da. Also, hier geht's morgen weiter, freue ich mich. Hat er jetzt gerade so schräg nach oben geguckt? Vielleicht gehen wir nochmal auf die Vogeltränke hoch. Ich muss mal gucken. Schauen wir mal. Abenteuer. Abenteuer genug. Bis morgen.